Herzlich willkommen zu einem neuen Videobeitrag und es geht wieder um das Thema Corona. Lange Zeit habe ich mich nicht gemeldet, doch nun gibt es tatsächlich etwas Neues. Um aber dieses Neue in den Rahmen des Bekannten zu setzen, habe ich in Vorbereitung auf einen Vortrag, zu dem ich für den April diesen Jahres in Baden-Baden gebeten worden bin, schon einmal zusammengetragen, was wir denn alles wissen und was im Rahmen der Diagnostik und auch der Therapieplanung berücksichtigt werden sollte. Und das werde ich Ihnen vorlesen, weil es eine Aneinanderreihung von Informationen ist, zu denen ich in dem Vortrag dann die Quellen benennen werde. Und auf dieser Grundlage erzähle ich Ihnen dann im Anschluss, was es an neuer Diagnostik gibt und die hat es wirklich in sich. Bis gleich. Was ist bekannt? Es gibt Veränderungen an den Blutgefäßen im Sinne der Verminderung des Kapillarquerschnittes und der Kapillardichte. Das führt zu Mikrodurchblutungsstörungen im Endstromgebiet, also zu einer verminderten Ver- und Entsorgung und damit letztendlich zu Problematiken im mitochondrialen Bereich auf zellulärer Ebene. Es gibt Veränderungen der Blutgefäße im Sinne der Endotheliitis, also auch multifaktorielle und multifokale, um es genauer zu sagen. Endothelzellschwellungen treten auf, Degeneration tritt auf, perivaskuläres Ödem tritt auf und wir sehen mikrovaskuläre Thromben und Fibrinklotz. Wir haben eine Steigerung der Thrombozytenaggregationsfreudigkeit. Es gibt dafür verschiedene Trigger, die möglicherweise bei Long-Covid anhaltend sind, was man anhand der Thrombozyten festgestellt hat, indem man sich eine erhöhte CD36 und erhöhte P-Selektin-Expression hat feststellen können. Es gibt Hinweise, dass die Spikes die Hauptverantwortung für die Schäden außerhalb der Lungen zeigen, denn Untersuchungen bezüglich der Nukleokapsid-Antigene, die ja Teil des Virus sind, haben sich außerhalb der Atmungsorgane allenfalls minimal im Sinne fast schon von Versprengung nur finden lassen und als eigentliche schadenauslösende Trigger oder ja, Verantwortliche im Grunde genommen die Spikes. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Impfung oder eine Infektion handelt. Und es gibt Hinweise, dass die mRNA in den geschädigten Organen nahezu nie nachgewiesen werden konnte, außer eben in den Atemwegen. Und ob es da vielleicht mit neuen Untersuchungen neue Erkenntnisse gibt, bleibt also abzuwarten. Wir wissen, dass das Spike-Protein Einfluss auf den Zytokinsturm hat, dass es die neutrophilen Granulozyten aktiviert, dass es eine sogenannte Nettose geben kann, also die Traps werden ausgeworfen, dabei wird auch mitochondriale DNA freigesetzt und die wiederum kann Autoimmunprozesse gegenüber den Mitochondrien und anderen Zellen aktivieren. So weiß man, dass über diese Metalloproteinasen, die mit dem nachfolgenden Gewebeschaden dann auch einhergehen, das auch andere Zellen betrifft und dass sich fehlgerichtete, eigengerichtete Antikörper in verschiedenen Geweben entwickeln können und dort eben auch Funktionseinschränkungen auslösen, die man dann in Hirngewebe auch als Ursache des Neuro-Covid diskutiert. Es gibt titerabhängige Symptomausprägungen dysregulierter Autoantikörper an immun- und vasoregulativen G-Protein gekoppelten Rezeptoren und eben auch vermehrte agonistische Autoantikörper und dann nicht so wie in der Vergangenheit, also das heißt 20 Jahre zurück, ein oder zwei verschiedene agonistische Autoantikörper, sondern gleich mehrere aneinandergereiht. Man hat festgestellt, dass im Rahmen der Myokarditis es Interleukin-1-Rezeptor-Antagonisten-Antikörper gibt. Und das bedeutet natürlich, dass das Interleukin-1-Beta nicht antagonisiert wird und dass eine Entzündung damit aufrechterhalten werden kann. Wir wissen, dass Makrophagen in Gewebe einwandern. Makrophagen wandern auch wieder aus. Das kann man dann im Blut auch nutzen, um da reinzugucken. Und die M1-Makrophagen sind eher proentzündlich und die M2-Makrophagen sind eher antientzündlich. Die
Co-Expressionsexperimente zeigen, dass das Spike-Protein hauptsächlich an den interstitiellen ACE2, Makrophagen und Perizyten lokalisiert, ansetzt, aktiviert und dadurch eine erhöhte Interleukin 6 und TNF-Alpha-Expression auslöst. Es gibt morphologische Veränderungen im Putamen und Thalamus, also im Stammhirn, mit neuropsychiatrischen und kognitiven Symptomatiken, was man im MRT hat darstellen können. Es gibt vermehrt erschöpfte T-Zellen und reduzierte Interferonantworten und bei Neuro-Covid auch im Liquor nachgewiesen, sowie dedifferenzierte Monozyten mit eingeschränkter Immunantwort und das insbesondere der interferongesteuerten TH1-Antwort. Es gibt Beweise, dass Viren und das Spike-Protein die mitochondriale Funktion verändern. Es gibt Beweise für mitochondriale Funktionseinschränkungen bis hin zur Apoptose, also eingeleiteter Zelltod, von Immunzellen und Gewebe oder Nervenzellen. Es gibt mitochondrial vermittelte Nervenschäden, zum Beispiel durch Hochregulierung der RhoA oder ROCK, also Rohkinase, die auch über G-Protein gekoppelte Rezeptoren begründet ist. Und wir wissen, dass geschädigte Mitochondrien Schwierigkeiten damit haben, Phenylalanin zu verstoffwechseln. Das wiederum staut sich dann in dem PBMC an und mit seinen Stoffwechselmetaboliten aus den Produkten des Mitochondrienstoffwechsels entstehen Zwischenprodukte, die eine zusätzliche oxidative Wirkung auf die Mitochondrien haben. So, das sind die Grundlagen, von denen wir wissen, dass sie in der Diagnostik und Therapie berücksichtigt werden müssen. Es geht also darum, autoimmune Prozesse in ihrer Aktivität zu begrenzen, ohne das Immunsystem zu unterdrücken. Es geht darum, das Immunsystem zu modulieren, damit die TH1-gewichtete Immunantwort sich auch wieder reguliert. Das kann man dann im Zweifel auch an Zytokin-Status-Erhebungen objektivieren. Und es geht darum, dass wir auf jeden Fall eine verbesserte Mikrodurchblutung hinbekommen und dass die durch einen Trigger vermittelte Entzündlichkeit, die ja meistens auch in den Makrophagen auftritt, reduziert wird. Und jetzt die Neuigkeit. Ich habe in der Vergangenheit, also Anfang des Jahres, mehrere Proben von Patienten eingesendet, um zu schauen, ob man im Serum Spike-Proteine findet. Diese Patienten waren nicht akut an Corona erkrankt und sie waren auch nicht gerade erst vor wenigen Wochen geimpft. Und alle diese Patienten waren zu dem Zeitpunkt frei von Spike-Proteinen. Also war meine Meinung, das Spike-Protein kann bei dieser langen Problematik nicht die Ursache sein. Mittlerweile habe ich aber andere Ergebnisse und habe bei einer Patientin sogar zweimal eingeschickt, also einmal das negative Ergebnis bekommen und einmal ein positives. Und drei anonymisierte Fälle habe ich Ihnen jetzt hier herausgegriffen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, damit Sie im Grunde genommen die Brisanz erfassen, was es bedeutet, wenn Spike-Proteine lange Zeit nach einem Infekt oder nach einer Impfung sich im Blut, also entweder im Plasma oder Serum, oder in den Immunzellen finden lassen. Und der erste Fall, den ich hier habe, ist also im Plasma, ich habe also Heparinblut eingeschickt, positiv mit 83,35 Picomol pro Milliliter Spike-Proteine und der Grenzwert liegt bei 4,5 Picogramm, das ist also ganz schön viel. Und haben auch in den Immunzellen 13,84 Picomol pro Mykoliter gefunden, sodass wir davon ausgehen müssen, dass dieses Spike in den PBMC die dortigen Mitochondrien einschränkt in ihrer Funktion, eine mitochondriale Dysfunktion erzeugt, damit die maximale Sauerstoffverbrauchsrate und damit also auch die Energiebereitstellung aus der mitochondrialen Atmungskette heraus einschränkt.
Das kann man ja mit einem bioenergetischen Gesundheitsindex ganz gut erfassen. Das kann man auch mit einem Brennstoffprofil erfassen. Und das kann man gegebenenfalls auch dahingehend überprüfen, indem man einfach mal guckt, mit wie viel Mitochondrien pro 100.000 Zellen denn überhaupt das Ruhe-ATP gebildet wird, wie hoch das ist und wie sich dieser Zustand im gewaschenen Zustand zu dem Zustand unter Hinzugabe des Plasmas verändert. Und genauso kann man sich anschauen, wie hoch die oxidative Stressresilienz dieser Mitochondrien ist, indem man eine Wasserstoffperoxid-Titrationsreihe macht. Und im Allgemeinen ist es so, dass schon kleinster pro- oder peroxidativer Stress dazu führt, dass die mitochondriale Funktion schwächer wird. Das bedeutet dann im therapeutischen Ansatz, dass man natürlich sehr, sehr langsam, sehr, sehr vorsichtig mit ganz viel Geduld und natürlich unter Beachtung der oxidativen antioxidativen Kapazität und der Fähigkeit, oxidative Stressresilienz aufbauen zu können, vorgehen muss. So, der Patient ist also in diesem Fall, es handelt sich um eine Frau, nur einmal geimpft und zweimal an Corona erkrankt. Und der Verlauf war im Juli 2021 eigentlich keine Symptome, aber der PCR-Test war positiv, also auch deutlich positiv, also ein Cycle Threshold um 26. Und es wurden aber danach auch keine Antikörper gefunden. Also man könnte also denken, wir haben eigentlich gar keine Erkrankung durchlebt. Am 20.01.2022 erfolgte dann eine Impfung mit Comirnaty. Es gab neurologische Symptome, es gab eine schwere Erschöpfung. Und Ende Juli 2022 gab es eine erneute Erkrankung mit einem ziemlich schweren Verlauf über 3 Wochen. Was ja jetzt nicht ungewöhnlich ist, worüber sicherlich viele andere mit ihrem eigentlich Erstinfekt auch berichten. Und es hat sich in dem Zusammenhang eine fibromyalgieartige Schmerzsymptomatik entwickelt, die auch noch anhält und die im Grunde genommen auch mit einem allgemeinen Erschöpfungssyndrom einhergeht, aber trotzdem nicht zur Arbeitsunfähigkeit führt. Bürojob. Dann aber im zweiten Fall, da ist die Situation so, dass wir ein Gehirn-Brain-Fog-Konzentrationsstörung haben seit dem Februar 2022. Wir haben Fokussierungsprobleme an den Augen, Wahrnehmungsschwierigkeiten außerhalb dieses Fokus. Das Herz hat eine höhere Ruheherzfrequenz als vorher. Ein echtes POTS ist natürlich, wenn man sich umlagert und es dann eben auch, oder kleinste Bewegung hat, schnell hochschnellt. Und wenn man auf der Stelle steht und einen Schellung-Test quasi macht, also ein deutlicher Abfall des Blutdrucks auch droht. Es ist ein eingeschränktes Gefühl für ausreichend Luft bei Belastung da und der Magen hat sich seit April bezüglich der Verträglichkeit von Zucker und Klebereiweiß und Milchprodukten dahingehend verändert, dass mehr Blähungen auftreten. Ob das nun daher kommt, sei mal hingestellt, aber es ist nicht auszuschließen, denn wir wissen ja, dass die Coronaviren länger im Magen-Darm-Trakt zu finden sind, als wir es mit einem Abstrich in oberen Atemwegen nachweisen können. Und er hat also von der Geschichte her, mit dieser permanenten Erschöpfung, auch dieser Patient arbeitet wieder stundenweise im Büro, 3-mal eine Impfung gehabt, und zwar 3-mal das Spikevax von Moderna und hatte eben zum Zeitpunkt des Auftretens der Symptome jetzt hier seine Corona-Infektion, hatte also die Impfung ziemlich gut weggesteckt. Und der dritte Fall ist eine Patientin, die schon einmal von mir untersucht wurde auf das Spike-Protein und dort negativ war und jetzt bei der Kontrolluntersuchung in der Erwartung wieder nichts zu finden, dann im Plasma doch mit 33,5 und auch in den Immunzellen mit 12,72 Picomol pro Milliliter auffällig war. Und das Interessante daran ist, dass diese Patientin auch noch mit den Fibrinklots untersucht wird bei Frau Dr. Jäger und dort eben auch schon 2 Untersuchungen hatte. Und wir erkennen jetzt hier von der Anamnese her, dass es von 2012, 15 und 18 auch schon Erschöpfungssymptomatiken gab mit Gelenkschmerzen, kognitiven
Problemen, mit regelmäßiger Migräne. Und als die Patientin zu mir in die Praxis kam, war sie auch noch ungeimpft. Und wir hatten eben Zustand nach EBV und Chlamydieninfekt in der Anamnese. Und sie schrieb mir dann jetzt nochmal, als ich nachfragte, nach den genauen Daten. Und sie hatte sich im Januar 2020, also ganz am Anfang des Eintretens des Coronavirus in Deutschland, auch infiziert. Sie war mit einer Kundin längere Zeit in einem Raum, also eine Stunde. Und die Kundin war also erkältet, musste auch viel husten, hat sich dann zwar auch weggedreht, aber wir wissen ja, wie sich solche kleinen Bläschen, kann man ja fast sagen, vom Niesen im Raum verteilen, und bekam dann 3 Tage später selber Symptome, was ja einer gewissen normalen Inkubationszeit entspricht. Und hat das dann aber ganz gut überstanden. Dann wurde sie 3-mal geimpft, und zwar 3-mal mit Comirnaty im Mai 21, im Juli 21 und im Dezember 21. Und je mehr sie im Grunde genommen geimpft wurde, umso größer wurden derzeit die Nebenwirkungen. Und zwar hauptsächlich mit Gesichtsschwellungen, musste also mehrere Wochen hintereinander und auch schon natürlich, nachdem das beim ersten Mal aufgetreten ist, zur zweiten und dritten Impfung Antiallergika nehmen, also bis zu 4 Tabletten am Tag. Und hatte dann kleinste Petechien als Blutungsauffälligkeit auf der Haut, die aber keiner weiteren Therapie bedurften. Im September 22 wurde dann eine Untersuchung gemacht bezüglich der Neutralisationskapazität gegenüber der Omikron-Variante. Und die war, wie man hier erkennt, gleich 0. Und daran erkennt man, dass also die Impfung so gegen die Wildtyp-Variante eine sehr, sehr gute Wirkung hatte von 99,02, sicherlich aber auch bedingt dadurch, dass sie sich mit der Wuhan-Variante angesteckt hatte im Januar 2020 und dass dann auch eine ganz gute Wirkung gegenüber der Alpha-Variante und schon deutliche Abschwächung gegenüber Beta und Gamma zeigten und dann hier bei der Delta-Variante wieder eine ganz gute Wirkung auftrat. Aber überhaupt keine Wirkung gegenüber der Omikron-Variante. Bedeutet also, dass eine Immunität gegenüber dem Spike-Protein, veranlasst durch die Erkrankung, nicht zu einer Neutralisation der Omikron-Variante führt. Weil eben offensichtlich das Spike-Protein sich in dieser Form schon so weit wieder verändert hat, dass hier offensichtlich nahezu keine Übereinstimmung bestimmt. Was wir ja auch festgestellt haben, durch die Impfung offensichtlich nicht erreicht wird und deswegen eben auch bei Omikron immer wieder Infektionen trotz Impfung aufgetreten waren. Und jetzt das Interessante zu Frau Dr. Jäger. Hier war dann im Dezember 22, wir erinnern also nochmal kurz, die letzte Impfung war im Dezember 21, liegt also wirklich ein Jahr dazwischen, sehen wir, dass es also bei der Aktivierung, Thrombozytenkriterium, mit Pseudopodien, das ist ein sogenanntes Ausfahren der Andockmoleküle der Thrombozyten, sich der Grad 1 ergab und also nicht besonders hoch, dass sich hier in Bezug auf das Vorhandensein von Mikrogerinnseln eine Punktzahl von 3 ergab, was also eine signifikante Mikrogerinnselpräsenz bedeutet. Und wir sehen, dass bei den Endothelschäden, von denen wir ja annehmen, dass sie über die Spike-Proteine ausgelöst werden, sich ebenfalls eine Punktzahl von 3 ergab. Und dann wurde eine Medikation eingeleitet, die sich mit Cholesterinsenkern für die Entzündung und die Stabilisierung des Endothels und auch von Aspirin und auch von Clopidogrel und auch ein Faktor XA-Hämmer und auch Heparin unfraktioniert. Und dann ging es der Patientin auch besser, also vom Kopf und vom Sehen und von der Denkleistung her, also eine deutliche Verbesserung. Und hat dann aber im Verlauf das Heparin auch erstmal wieder abgesetzt und ging dann am 6.2.23, also knapp 2 Monate später, erneut zu Frau Jäger und hat sich hier erneut untersuchen lassen. Und da waren die Pseudopodien mit der Punktzahl 3, also schlechter. Dann waren die
Mikrogerinnsel im Bereich Punkt 2, also Fibrinklotz, und die Endothelschäden noch bei 3. Und die Erstmessung, also negativer Wert der Spikes, war im Zeitfenster dieser Messung erfasst worden. Und der Befund, den ich Ihnen gerade eben vorgestellt hatte, mit den auffälligen Spikes, ist im zeitlichen Zusammenhang, hier war 6.2. die Blutabnahme für diesen Punkt hier war also ebenfalls im Februar diesen Jahres, sehr nah da dran, also ich glaube eine Woche später. Und da ist dieser Zusammenhang herstellbar. Und nun stellt sich die Frage, ist daran die Impfung schuld? Ist daran die Infektion schuld? Hat die Patientin sich nochmal neu infiziert? Sie hat keine Symptome. Es gibt ja viele Patienten oder Menschen im Moment, die Corona-positiv sind, ohne jegliche Symptomatik zu entwickeln. Haben wir selbst hier im Praxisbereich schon festgestellt. Jemand hatte Kontakt zu Familienmitgliedern und die waren nachweislich positiv, selber keine Symptomatik, selber nicht getestet. Wir haben gesagt, hey, wir müssen doch mal testen und bums, positiv und keine Symptome. Deswegen ist es für die Zukunft wichtig, dass, wenn ich solche Untersuchungen wiederhole, dass ich natürlich einen aktuellen Antigen-Abstrichtest mache, dass ich die neutralisierenden Antikörper als Titer kontrolliere, um zu schauen, wenn kein Infekt stattfindet und die nicht abfallen, muss es ja irgendeinen Trigger dafür geben. Dann gegebenenfalls diese beiden Werte erneut bestimme und natürlich die Frage stelle nach der mRNA oder nach dem Infektionsgenom, ob sich das im Zellkern der PBMC wiederfindet. Und das ist mittlerweile machbar und das ist die Möglichkeit bei denen, wo man sich fragt, warum werden die nicht gesund? Warum kann trotz aller meiner Maßnahmen ich hier keine nachhaltige, stabile Verbesserung erzielen? Die Frage zu beantworten, ob der Trigger des Spike-Proteins noch vorhanden ist oder nicht. Und das ist dann natürlich die Aufforderung an die Wissenschaft herauszufinden, was man denn dann tun kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.